Und willkommen zu der Sonderausgabe von, ja, von Raw, könnte man sagen. Heute ist die Schizophrenie-Ausgabe. Und wir eröffnen das Ganze mit unserem neuen World Heavyweight Champion, der auf sein APA ich trifft. Ich sag ja, es ist ein bisschen komisch. Es wird komisch zu kommentieren. Ich zock JBL auf normal, also auf Legende, Matcherlebnis normal. Sollte alles in Ordnung sein. Ich werde keins dieser Matches auf Epic zocken, weil mir das einfach zu übertrieben ist. Also, ehrlich gesagt. Ist ja auch nur so mal ein bisschen just for fun. Mir ist auch egal, wer hier dann gewinnt. Ich werde natürlich versuchen zu gewinnen, aber es ist nicht so wichtig. Und ich bin echt mittlerweile am Überlegen, was ich mit JBL im Verlauf des Universe weitermache. Er ist jetzt, ja, er ist World Heavyweight Champion geworden, aber will ich JBL bei WrestleMania als Champion auflaufen lassen? Ich denke eher nicht. Also könnt ihr euch vorstellen, was ich beim Rumble versuchen werde. Und zwar Dolph Ziggler den Titel wiederzugeben. Und ich habe ja ein I Quit Match versprochen. Das wird es auch geben. Jetzt müssen wir uns hier erstmal wieder ein bisschen zurückkämpfen. Wir werden hier heute auch noch ein paar interessante Matches haben. Zwei Triple Threat Matches. Eins davon der Main Event, das andere im weiteren Verlauf. Ich bin ja mal gespannt, wie lange das Ganze dauert. Und ob wir ein paar interessante Matches sehen. Also ist JBL hier bei uns so eine Art One-Hit-Wonder. Heißt, hat den Titel dann für knapp 4 Wochen gehalten und verliert ihn dann auch wieder beim Rumble. Es wird sowieso noch ein paar schnelle Titelwechsel nach dem Royal Rumble oder nach Elimination Chamber geben, weil ich sonst keine großartige Verbindung zwischen meinen Champions, die ich für WrestleMania haben will, und ja, und der Zeit zu WrestleMania habe. Also es ist ein bisschen blöd alles. Ich hätte mir die Card vorher schon zurechtlegen sollen. Die Card selber, die ich mir zusammengestellt habe, gefällt mir. Also freue ich mich drauf. Ich werde auch jedes Match auf Epic zocken. Heißt, das wird eine lange Veranstaltung. Werden zwar auch größtenteils Singles-Matches sein, aber ich finde, bei WrestleMania muss sowas einfach sein. Bei WrestleMania ist die Veranstaltung, wo die Klassiker gezeigt werden. Und ja, ich freue mich drauf. Ich nehme das hier heute übrigens an dem Tag auf, wo ich auch TLC aufgenommen habe. Weil ich muss mich dranhalten. Ich muss mich ranhalten. Ich schätze mal, ich werde jetzt WWE 13 auch jeden Tag bringen. Wenn es sogar sein muss, mit Verzicht auf San Andreas. Aber San Andreas geht ja sowieso noch eine Zeit lang. Hip-Toss hier von Bradshaw. Ach, ich werde hier Moves jetzt rauslassen. Weil das dann zu kommentieren ist ein bisschen blöd, weil wenn ich jetzt Bradshaw sage, könnte man jeden von beiden meinen. Und der Suplex. Ach ja. Ich muss ja echt sagen, jetzt so langsam, wo wir ans Ende von WWE, von unserem Universe Mode Let's Play kommen. Es hat Spaß gemacht bis jetzt. Also ich schätze mal, es macht mir auch die nächsten Wochen Spaß, mir eure Meinungen durchzulesen und sonstiges. Wie gesagt, ich werde nicht mehr auf viele, also ja, auf viele Vorschläge eingehen. Ich habe heute noch eine Card umgebuckt, weil ich einen Vorschlag gelesen habe. Also jetzt so vor dem Royal Rumble ist das noch kurz möglich gewesen. Aber danach wird es schwierig, weil dann werde ich Elimination Chamber auf, schätze mal, sehr viel, also sehr nah da. Ach, verdammt, wie erzähle ich das? Wenn ich den Royal Rumble aufnehme, werde ich zeitnah auch Elimination Chamber und WrestleMania aufnehmen. Ich glaube auch nicht, dass das mit dem Livestream klappen wird, aber es wird einen Livestream in den Osterferien geben. So viel steht schon mal fest. Aber es wird, das wird eher ein genereller Livestream werden, wo ich auch andere Games zocke, außer WWE 13. Dazu aber wird es noch ein Infovideo geben. Schöner Drop Toe Hold. Jetzt haben wir den Hip Toss auch mal rausgehauen.
Konter. Sieht man schon ein bisschen an dem Ansatz. Und ich bin echt am Überlegen, was ich nach dem Universe-Mode für ein Projekt starte. Ob ich dann mit Lego Harry Potter erst starte, weil dann, damit ich die Reihe wenigstens mal fertig kriege. Weil die Harry Potter-Reihe, da krebt sich ja schon so ein paar Jahre, könnte man schon fast sagen, dran, ne? Schöner Neckbreaker. Und ja, ich schätze mal, ich werde erst die Harry Potter-Reihe endlich fertig machen, bevor ich dann die SmackDown-Reihe richtig anfange mit den älteren Titeln. Fuck. Jetzt hat er die Clothesline. Oh oh. Hat einen Signature-Move. Schöner Leg-Drop. Er hat zwei Finisher. Oh, verdammt. Oh, oh, oh. Ah, verdammt. Mein Kabel hang hier gerade fest. Oh, und da gibt's die Powerbomb. Coverversuch von... vom APA Rachel. Oh. Muss ja sagen, gleich schon zu Beginn dieser Ausgabe ein richtig gutes Match. Ich werde aber auch hier jetzt ein Matchverzeichnis in die Beschreibung packen. Heißt, wenn ihr euch die anderen Matches angucken wollt oder das Video in mehreren Tagen gucken wollt, wird es wieder eine Zusammenfassung in der Beschreibung geben. Oh, verdammt. Und die zweite Powerbomb. Ich tippe mal drauf, dass das war. Haha. Das. Oh, verdammt. Haben nochmal die Notbremse gezogen mit diesem einen Versuch. Aber gleich ein richtig geiles Match zu Beginn. Ja, hiernach werden auch zwei Matches kommen, die ich selber nicht so attraktiv finde. Einfach um diese Schizophrenie-Matches dann hinter mir zu haben. Ja, man konnte es ja versuchen. Weil ich habe gerade noch was entdeckt, was gar nicht drin ist. Also was ich gar nicht auf dem Zettel hatte, was es auch noch hier gibt. Aber es gibt halt sehr viele Charaktere, die man... ne, die gleich sind von der Person her. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig. Man hätte die auch einfach als Attire draufpacken können. Und das wäre auch ganz in Ordnung gewesen. Aber okay. Das wird gekontert. Rein, ab in den Ring. Komm, 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 komm. Und die Clothesline geht durch und komm. Clothesline from hell und eins, zwei, sauber. Zwei Powerbombs haben wir kassiert, aber wir haben es geschafft. Die Clothesline from hell und Schluss war. Schöne Eröffnung. Und wie gesagt, jetzt kommen gleich erstmal zwei Matches, die mir selber nicht so gut... Oh, ein Achievement bekommen. Way. Eine Trophäe, Entschuldigung. Aber okay. Dum, 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 dum. Okay, lassen wir das. Und ich würde... Ach so, ja. Das war dann das erste Match dieser Schizophrenien-Ausgabe. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten wieder. Und weiter geht's. Diesmal mit Big Show gegen Paul White. Ich zock als Big Show, weil ich den nackten Sumo-Ringer nicht so lustig finde. Ich werde aber auch ein paar Attitude-Stars in dieser Ausgabe zocken, aber jetzt erstmal nicht. Was heißt, werde ich mal? Ich glaube nur einmal. Und jetzt. Hier könnten wir eigentlich so einen Oh-My-God-Moment mal bringen.
Oh, der Scoop Slam. Oh Mann, wie das aussieht. Und schöner Slam. Alter, das. Diese beiden Hüden, ne? Das ist. Aber okay, ich hatte dieses Match eigentlich erst gar nicht auf dem Zettel, weil ich irgendwie total vergessen habe, dass die beiden auch im. Also, ich sag mal so, zwei Persönlichkeiten in einem Spiel wieder sind. Sonst gibt es gleich nämlich noch das Mark Henry Battle. Mark Henry 98 gegen Mark Henry 2013 oder 2012. In dem Sinne. Konter. Jetzt ab in die Ringecke. Das ist so ein ekliger Bug, dass er dann. Dass er dann so an den Seilen langläuft, anstelle irgendwie in die Seile zu fliegen. Das haben wir gekontert. Ja, da ist auch schon eine Masse, die da in die Seile fliegt. Müssten auch gut 500 Kilo sein. Alter, wie er springt. Komm. World largest athlete in the world. Und da fliegt er, genau. Schöner Lockup. Das kontert er. Und da schöner Takedown jetzt hier. Ah. Und da wirft er uns einfach so wieder rein. Meine Güte. Jetzt der Suplex. Alter, der Ring müsste auseinanderfallen. Ja, ich werde das dann mit dem Oh My God Moment gleich versuchen. Das passt hier wunderbar. Ich hoffe, diese Schizophrenie-Ausgabe wird nicht zu. Ja, das wird nicht zu lang, weil sonst habe ich ein Problem. Das fällt mir gerade so auf, weil die Matches doch anscheinend nicht so kurz sind, wie ich gehofft habe. Naja. Weil mindestens 9 Matches sind das, glaube ich, die ich hier auf dem Zettel hatte. Und da wird das schwer, das alles so in ein Video zu packen. Das Video wird sehr lang und vor allen Dingen sehr groß. Naja, vielleicht packe ich es auch in 2 Folgen. Mal gucken. Da kontert er. Schöner Eye-Poke hier. Und der Jawbreaker. Dürfte der Kiefer auch durch sein. Ah, hör auf. Und da wirft er mich schon wieder mit dem Backbody durch. Das sieht so affig aus. Das wäre selber, als wenn Rey Mysterio ihn hier durchwerfen würde. Das ist einfach so. Diese beiden Hüden. Und dann werfen sie sich mit so einer Leichtigkeit durch den Ring. Durch das Ring, wollte ich gerade erst sagen. Komm rein. Sauber. Das ging schon mal durch, auch wenn ich glaube, dass er hiernach noch nicht fertig sein wird. Komm. Sein Knockout-Punch. VMD, WMD oder wie das Ding heißt. Ne, wir nehmen den Showstopper. Den Chokeslam. Zack. Und jetzt habe ich keinen Oh-My-God-Moment gemacht. Scheiß drauf. Dann mache ich ihn das nächste Mal, wenn ich den Finisher habe. Den Taunt hat er immer noch drin, ne? Den macht er auch schon seit, wie soll man, ein paar Tagen. Jetzt flieg über die Ringseile wie Rey Mysterio, schade. These competitors are so evenly matched, I wouldn't even begin to guess at this point.
Und der Diving Spear von Big Show und Cover. Und da fliegt die Tonne wieder durch den Ring. Aha! Lass deine Arsch aus meinem Gesicht. Und zack. Schöner STO. Kann er sich ducken? Schade. Hätte ja sein können. Ich glaube, ich nehme das auch heute nicht alles an einem Tag auf. Das wäre ein bisschen viel. Ah, aber das wird hinterher. Das werden gute zwei Folgen. Und jetzt fängt es an zu ruckeln. War ja irgendwie klar. Auch mein Aufnahmeprogramm hat mal seine Tage. Oh, und sauber. Jetzt habe ich. Natürlich. Natürlich. Ich dachte, der springt jetzt irgendwie auf mich los. Juhu, als ob er ein. Ja, ein. Ach, keine Ahnung, ist ja in Ordnung. So, oh mein Gott, Moment, komm. Fuck. Meine Güte. Nein, das wollte ich nicht. STO. Ich will das Ding hier zum Einstürzen bringen. Ja, Konter doch alles. Boah. Es nervt irgendwie, wisst ihr was? Nein, wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Zweiter Showstopper. Halt ein Chokeslam, aber wir hatten früher den Showstopper genannt. Und damit war es das hier auch. Hoffen wir auf mehr Glück bei Mark Henry. Ach, das mache ich jetzt gleich einfach. Sagen wir es mal so, Mark Henrys Match wird gleich ein kurzes. Ich will einfach nur den Ring zerbrechen. It's some big show. It's the big show. It's some big show. Keine Ahnung. Gut, das war's mit dem Paul White Big Show Match. Wir sehen uns gleich bei Mark Henry gegen Mark Henry wieder. Bis gleich. Und weiter geht's mit Mark Henry gegen Mark Henry. Wird ein sehr kurzes Match. Ich habe nämlich dem Attitude Mark Henry unendlich Finisher gegeben, weil ich unbedingt den Ring hier heute nochmal kaputt machen will. Und deswegen mache ich das jetzt auch. This should be an awesome matchup between these two men. That's it. He's out. Oh, das kontert der feine Herr. Dann kriegt er halt noch ein Power Slam. Wait a minute, look at this big body slam here. Oh no, here he comes. So. Mark Henry's building a case right now why he is the alpha male of the WWE. Well, he's the world's strongest man. It's not a hard case to make. Nochmal der Power Slam, damit er auch gleich gut angeschädigt ist. Na komm, na komm. Even if the sky is falling down. Ah, okay, nicht der Sky, aber egal, komm. Und jetzt müsste man noch weiter zocken können. Natürlich, der Referee ist auch K.O. Wurde vom Pfosten erschlagen.
Ach ja, man kann es nicht oft genug sehen. Wie die Ringseile auf einmal mehr Physics haben als sonst im Spiel. So, jetzt müsste man noch rumlaufen können. Das wäre so geil. Oh, wir haben gewonnen durch K.O. Wey, wir sehen uns beim nächsten Match wieder. Bis gleich. Und das erste Triple Threat Match von Zweien in der heutigen Folge. Triple H gegen Triple H gegen Hunter Hearst Helmsley. Ich zock mit dem Triple H der heutigen Zeit, weil mir die anderen beiden einfach nicht zusagen. Gebe ich ehrlich zu. Hunter Hearst Helmsley erinnert mich an den heutigen Damien Sandow. Oder ja, umgekehrt, Damien Sandow erinnert mich an den damaligen Hunter Hearst Helmsley. Ach ja, ich find's irgendwie lustig, dass er ausgerechnet Triple H drei Charaktere in diesem Spiel gewidmet haben. Mal gucken, wie lange wir das hier jetzt vor. Oh, Triple Threat Matches dauern immer so lange. Je nachdem. Außer wir haben wieder den Bug mit, dass der Gegner einfach liegen bleibt. Oh, und ich habe wieder den Fehler gemacht. Ich habe beide, glaube ich, attackiert. Ja, und jetzt sind sie wieder beide auf mich fixiert. Danke erstmal an denjenigen, der mir den Tipp damals gegeben hat. Das heißt damals. Generell danke an denjenigen, der mir den Tipp gegeben hat. Aber ich attackiere immer irgendwie beide. Der Backbreaker, sauber. Das wird gekontert. Und der Back Suplex, sauber. Ich glaube, ich werde mir gleich noch so ein paar Fun-Matches, also Fun-Stipulations überlegen. So wie gerade vorhin mit den unendlich Finishern. Ich glaube, das mache ich beim Cena-Match gleich auch. Um den heutigen Cena noch so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Schöner DDT. Vor allem, ich sage immer schön, ne? Vor allem, die Moves können hier nicht großartig versaut werden, aber das hat sich bei mir irgendwie so eingebürgert. Neckbreaker. Das wird gekontert. Ich hätte ein Elimination-Match rausmachen sollen. Wäre das Pinnen hinterher einfacher. Ich muss ja immer wieder sagen, ich bin kein Fan von diesen Multiman-Matches, wenn man alleine zockt. Dann kriegst du halt den DDT ab. Das ist mir sowas von Latte. Sorry, ich wollte mich gerade nicht stumm schalten. So, was kriegst du noch? Noch ein DDT. Sauber, am Bluten bist du auch schon. Das passt doch. Du bist derjenige, den ich gleich versuchen werde zu pinnen. So, kriegst du jetzt den. Kriegst du den ab? Und den Pedigree. Einmal Hundefutter für Hunter Horst Helmsley. Ja, ich nenne ihn Hunter Horst. Fragt mich nicht wieso. Ja, geil. Dann halt nicht. Kriegt der auch noch den DDT einfach auf alle drauf. Wie gesagt, ich möchte eigentlich schon immer auf denselben gehen, wenn ich es gerade einrichten kann, damit ich den auf jeden Fall pinnen kann. Warum sieht man bei dem kein Blut? Das wird auch wieder gekontert. Macht Sinn, macht Sinn. Na komm, lassen wir die beiden mal. Ich muss mich immer da einmischen. Ich kann bei einem Triple Threat Match nicht lange tatenlos zusehen. After all of these shots to the head,
Das lässt sich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und den nächsten DDT. Wir verteilen hier heute DDT zum... Ich wollte gerade sagen, Einkaufspreis. Wie komme ich jetzt darauf? Und der nächste. Vor allem, das ist so eine Vielfalt an Finishern. Ja, verpass ihm jetzt dein Pedigree. Verpass ihm das Hundefutter. Ich wollte gerade sagen, du bist doch nicht mehr ganz gescheit. Ah, klaut er ihm einen der Towns. Wie zur Hölle? Du Cheater! Du Cheater! Du dreckiger Cheater! Boah, und da bin ich noch rausgekommen. Ah. Fuck. Genau, Hunter Horst. Geh nach draußen. Ah, du bist eigentlich am Bluten, ne? Die sehen auch alle gleich aus. So, kriegst du noch das zweite Mal das Hundefutter? Weil jetzt macht man einfach den hier. Und gewinnt das ganze Ding. Sauber. Triple H gewinnt gegen Triple H und gegen Triple H aus der Vergangenheit. Bin ja gar nicht mal so der Triple H-Fan, aber naja, von den dreien ist mir der aktuelle noch immer am liebsten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Match. Bis gleich. Weiter geht's mit Chris Jericho gegen Chris Jericho. Und Chris Jericho gewinnt. Oh, oh Mann, der ist schlecht. Ich zock mit dem Chris Jericho der heutigen Zeit, weil ich die Haare des Alten einfach nur scheiße finde. Jetzt muss ich gerade denken an The Miz, hier wegen dem Bild. Mir wurde ja vorgeschlagen, The Miz und Sheamus in ein Tag Team zu tun. Und das werde ich beim Royal Rumble übrigens tun. Nur dazu nochmal. Und da kriege ich sofort den Neckbreaker kassiert. Natürlich. Der Referee versucht hier sofort zu unterbinden, obwohl gar nichts Unrechtes getan wurde. Der Dropkick natürlich daneben. Dafür, da geht er durch und er geht übers Seil. Und, nein, er macht ja nur den Baseball-Slide. Machen wir es so. So, ab gegen die Barrikade. Mann, sieht die Frisur scheiße aus. Naja, es waren damals halt noch andere Zeiten. Mal hier noch ein paar Turnübungen. Von der Referee steht schneller auf als die meisten Superstars. Ach ja, den Lion Salt haben sie ja gar nicht drin. Den muss man sich ja extra kaufen. Da wird gekontert. Oh Mist. Jetzt wirft er mich da draußen. Fuck. Und das kann ich auch nicht kontern. Egal. Suplex nach innen. Headlock. Und auch das wird gekontert. Eigentlich ein technisch gutes Match bis jetzt, aber... Naja. Fürs Universe, für den richtigen Universe-Mode. Ich mache das ja hier gerade im Exhibition-Mode, für die, die es interessiert. Wäre das nix, weil ich finde dieses Jericho gegen Jericho, das passt irgendwie nicht. Ich bin ja doch schon ein bisschen ein Realitätsfreund. Naja. Das wird auch gekontert. Da weichen wir aus. Und da wieder dieser Neckbreaker. Und ein Knee Strike. Jericho goes down hard.
Invisible Dropkick. Was hat er auf dem zweiten Move? Ich glaube auch so ein Elbow, ne? Ja, und der wird gekontert zu einem Backbreaker. Schöner Vorarm. Der geht diesmal durch und ein kleiner Cover. Komm, ein kleines Cover. Schöner Lock-up. Komm. Sauber gewonnen. Es war nur Button-Smashing, aber trotzdem, man freut sich für jedes kleine Event, was man gewinnt. Alter, was ist das für ein Submission-Move? Ekelhaft sowas. Schöner Takedown. Wie die Kommentatoren sagen, Jericho der Veteran. Genau, und was ist der andere? Du bist ein Jungspund. Und da tut er sich weh, wo er ihm einen Vorarm verpassen will. Ah, Mist. Jetzt kassiere ich den Superplex. Juhu. Ah, zu spät. Wow. Ein Glück. Ah, ich glaube, ich habe auch Schaden bekommen. Jetzt habe ich hier gerade meinen WLAN-Stick verschoben. Oh Mann, jetzt habe ich gleich wieder kein Internet. Egal. Ernsthaft, hier auf dem Dorf ist sowas nicht witzig. Wenn du schon, wenn an der Ausrichtung des WLAN-Sticks die Qualität des Internets festhängt. Aber okay. Walls of Jericho, Walls of Jericho. Wird es zwar eh noch nicht sein, aber egal. Versuchen kostet ja nichts. Oh, und jetzt hat er eine Signatur. Codebreaker und Cover. Wird eh nix. Eins und Kick aus. Sag ich doch. Ja, in einer Zeit kann man das Spiel echt schon lesen. Neckbreaker. Jetzt geht es nämlich daran, den zweiten Finisher zu sammeln. Und der Elbow geht daneben. Schöner Enziguri. Nur ein bisschen schnell. Da kommen gleich zwei mit rein. Ja, war klar, ein drittes Mal. Ah, Mist. Und Suplex. Na, Rope Break. Wollte gerade sagen. Also ich habe echt Glück, was die Rope Breaks angeht. Auch wenn ich eigentlich das Ding kontern wollte, um so mit einem Roll-Up zu gewinnen. Aber okay. Wieder Neckbreaker und zack. Nein, was mache ich? Nein. Ach, da werde ich nicht disqualifiziert. Oh, finde ich aber nett. Über einen netten Zug, Freunde. Und wieder Walls of Jericho, komm.
Da darf es jetzt drin aufgeben. Freund Blase, komm. Natürlich nicht. Dann ein zweites Mal. War jetzt nicht geplant, aber okay. Und gewonnen. Der Pin war jetzt so nicht geplant, aber ich habe ihn irgendwie wieder aufgehoben. Passt schon. Sieg ist Sieg. Egal wie er eingefahren wird. War bis jetzt noch mit das beste Match, würde ich fast sagen. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, jedem seine. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Match wieder. Oder in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier schon geht. Werden wir sehen, wenn wir sehen. Bis dann oder bis morgen. Tschüss. Und weiter geht's mit Undertaker gegen Undertaker. Und der Undertaker gewinnt. Ich zock den Taker der heutigen Zeit gegen den Ministry Taker. Und ja, es ist auf schnell eingestellt. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich mag den Ministry Undertaker nicht. Also ich habe mir mehrere, also viel Material aus der Zeit angeguckt. Wie gesagt, ich gucke zwar erst seit 2007, aber ich habe mir eigentlich so gut wie jede Ära angeguckt. Seit 1985. Und mir gefällt die Ministry Zeit. Also als Ministry Taker gefällt er mir gar nicht. Da ist mir diese Zeit als normaler Deadman 1991, 92? Ja, doch, so wo er debütiert ist. Die Zeit gefällt mir eigentlich, also hat er mir sehr gut gefallen. Und halt die aktuelle Zeit. Auch wenn die aktuelle Zeit schon ein bisschen, ich sag mal, zu viel des Guten ist. Ich sag mal, letztes Jahr wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, das Ganze zu beenden. Nach diesem Hell in a Cell Match gegen Triple H mit Shawn Michaels als Referee. Man hätte einfach, sag ich mal, den Undertaker gewinnen lassen können. Das Licht ist ausgegangen nach dem Sieg und er wäre weg gewesen. Für die Story, meine ich jetzt. Also, und schon wäre es gut gewesen. Jetzt dieses Jahr gegen CM Punk, das wirkt wieder so halbgar. So ein Füller-Match. Bis WrestleMania 30. Und deswegen. Also, Undertaker, ich lasse mich dieses Jahr gerne überraschen. Aber ich habe da nicht so ein gutes Gefühl bei. So wie die letzten Jahre. Na, aufgeben will er noch nicht. Oder? Doch, er gibt auf. Er gibt 100 Pro auf. Jo, du wirst submitten, mein Freund. Tschüss. So. Damit hätten wir uns dem Ministry Undertaker geköpft vor allem Ding. Vorgeknöpft. Drei Matches warten noch auf uns heute. Jetzt gibt es gleich nämlich noch das Cena-Fest. John Cena gegen John Cena und John Cena gewinnt. Dann gibt es noch, wie heißt er? The Rock gegen The Rock. Und mein Favoritmatch kommt danach. Das sage ich aber jetzt noch nicht. Nein, dieses ganze Spektakel gucken wir uns nicht an. Warum habe ich die TLC-Arena genommen? Ha! Arena-Fail! Egal, ich bedanke. Wir sehen uns beim nächsten Match. Boah. So, und weiter geht's mit John Cena gegen John Cena. Da ich die letzte Arena schon verkackt habe, lasse ich die Arena jetzt zufällig. Ist mir auch egal. Ach ja, ist einfach schon. Ich habe heute schon zu viel WWE 13 gezockt. Aber okay, John Cena gegen John Cena. Ich zocke den John Cena aus dem Jahr 2004 mit unendlich Finishern. Damit ich euch auch zeige, was ich von dem heutigen John Cena halte. Und ich meine jetzt nicht John Cena als Person, sondern als Charakter. Als Wrestling-Charakter. Weil da, sag ich mal, ist er mir aktuell einfach nur über. Und der erste FU. Und ich sage in dieser Folge absichtlich FU, nicht Attitude Adjustment, auch wenn die Kommentatoren etwas anderes sagen. Weil sagen wir es mal so, John Cena hat mir bis zu einem Punkt gefallen, so bis 2007. Wo er seinen Einjahresrun hatte. Das ging noch, meiner Meinung nach. Das ging noch. Aber seitdem ist es nicht mehr so wirklich, weil, ich sag mal so, es ist der Hulk, meiner Meinung nach der Hulk Hogan der Neuzeit. Er gewinnt alles und jeden. Er gewinnt alles und jeden, das klingt auch irgendwie scheiße. Aber auf jeden Fall, er darf alles gewinnen, er ist der Strahlemann und ich sag mal, irgendwann, es ist eine Übersättigung. Da. Da kriegt er den nächsten.
So, aber keine Angst, die nächsten zwei Matches werden nochmal vernünftig sein. Aber wir können ja mal einen Finisher klauen. Hiernach kommen noch zwei vernünftige Matches, wo ich keine Sonderregeln einfüge. So. Und das kontert der Sack. Na ja, komm, die Finisher kannst du mir ruhig verpassen. Dann kriegst du halt noch einen. Soll ja eine gute Autosammlung haben, der gute John. Aber klar. War klar, dann tappst du halt nicht. Dann kassierst du halt nochmal ein FU. Und dann war's das jetzt. So, er hat jetzt eine ganze FU-Serie kassiert. Gut, das war's auch. Ich dachte jetzt nämlich, der wird noch auskicken. Das wäre jetzt der, das wäre jetzt das Nonplusultra gewesen. Krieg immer noch Gänsehaut bei der Musik. Naja. Gut, zwei Matches stehen noch vor uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis gleich. Nun auch unser heutiger Co-Main-Event. The Rock gegen The Rock. Und The Rock gewinnt. Ich zocke mit dem Attitude Era Rock. Diesmal ohne irgendwelche Sonderregeln, ohne Finisher oder ohne... was war das? Was habe ich sonst noch gemacht? Ohne Squash. Einfach nur... ein normales Match. The Rock gegen The Rock. Eröffnet mit einem... Standing Suplex. Danach gibt es noch ein Triple Threat Match und eigentlich, ich sag mal so, wer das Spiel selber hat, weiß, welches, was für ein Triple Threat Match gleich kommt. Ich sag's aber vor dem Main Event nicht. Ah. Und der Flat Over DDT. Und ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob er ihn überhaupt wirklich mal im Repertoire hatte. War ja mal eine Frage im Livestream. Und ein Atomic Drop, sauber. Ach ja, drei Pay-Per-Views noch. Heißt, wenn ich Assi wäre, noch drei Folgen, ne? Ja gut, dazwischen wird noch eine Folge sein, wo ich noch ein paar Titelmatches raushaue. Also maximal vier Folgen noch. Gut, von der Zeit her ist das noch viel zu gucken. Weil ich sag mal so, ich lasse die Folgen ja schon in einer beachtlichen Länge ausstrahlen. Aber naja. So. Nächster Standing Suplex. Ich habe übrigens heute gemerkt, dass ich fast 600 Abonnenten habe. Erstmal hier an der Stelle schon mal ein Danke dafür. Sollte ich das bis zur Ausstrahlung dieser Folge erreicht haben. Und wenn ja, dann war auch schon ein Video oben, wo ich ein Abonnenten-Special vorgeschlagen habe, weil ich da so zwei Sachen im Raum habe. Sollte das bis jetzt noch nicht der Fall sein, dann ignoriert das hier einfach. Wenn nicht, ich hatte zwei Sachen da in Erwägung gezogen. Ein FAQ, also dass ich vorher ein Video noch raushaue, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Oder halt ein spezielles LP, da würde ich dann auch nochmal ein Video zu machen. Mit Spielen, die ich vorschlage. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich noch gar keine 600 Abonnenten und das Ganze hier ist, ist hinfällig. Weil ich muss ja ehrlich zugeben, wenn ich daran denke, dass ich damals fast ein halbes Jahr auf 17 Abonnenten festhang, da ist das schon beachtlich. Und wie gesagt, ich habe auch nicht große Anforderungen, also an meine YouTube-Zeit. Solange ich Spaß beim Zocken habe und halt viele Spiele präsentieren kann, ist mir das Latte. Deswegen verdiene ich auch kein Geld damit. Auch wenn ich es, ich sag mal... wenn ich unbedingt Geld verdienen wollte mit YouTube, auch wenn es wenig wäre, wenn ich es unbedingt machen wollte, also in ein Netzwerk zu wollen, ich könnte, aber ich möchte nicht, weil es gibt eigentlich nur ein Netzwerk oder zwei Netzwerke, wo ich rein wollte und da kann ich noch nicht rein. So einfach ist es. Und außerdem
So bin ich noch mein eigener Herr. Und das reicht mir. Also ich bin ja nicht so erpicht mehr darauf. Ich war es mal, aber ich sag mal so, ich bin froh, dass ich in bestimmte Netzwerke nicht reingegangen bin, wenn man das so mit der Zeit sieht. Wäre was fürs FAQ, aber jetzt zurück hier zum Match. Samoan Drop vom heute Rocky. Heute Rocky, ey, das ist so schizophren. Deswegen ist es auch die Schizophrenie-Ausgabe. So, komm. Spinebuster. Spinebuster, dann den lächerlichsten Move überhaupt, neben Hulk Hogan's Leg Drop. Von der Glaubwürdigkeit. Wenn man es heute machen, heute wird das kein Mensch mehr als Finisher nehmen. Keiner. Weil das kommt doch so unglaubwürdig rüber. Sowas machen manche Leute als Standard-Move, ein Elbow-Drop. Aber okay. Cover und... War klar. Gibt's nochmal einen Elbow-Drop, seht ihr? Und sowas macht er als Finisher. Aber deswegen habe ich den jetzt auch als ersten Finisher ausgepackt. Damit ich das Match mit der Rock Bottom beenden kann. Ich habe nur noch knapp eine halbe Stunde, dann wollte ich was im Fernsehen gucken. Schöne alte klassische Sendung. Ein Herz und eine Seele. Ich mag diese Serie. Auch wenn sie schon Asbach und 3 Tage alt ist. Und die kommt gleich. Daher wollte ich gucken. Ja, ich weiß, sonst gucke ich eigentlich kein Fernsehen, aber sowas Klassisches gucke ich halt gerne. Und da muss ich leider extra für bei uns ins Wohnzimmer gehen, weil ich in meinem Zimmer keinen Fernseher mehr habe. So, ein bisschen aus dem Nähkästchen muss auch mal sein. Meine Herren, frisst der Kerl viel. Ein bisschen fehlt noch. Ein bisschen fehlt noch. Also mir wurde ja mal eine Frage gestellt, was ich mir für WWE 14 wünsche. Noch schwierigeren Schwierigkeitsgrad auf Legende. Es kann doch nicht sein, ich spiele auf Legende, auch wenn ich auf Normal spiele. Ich sag mal, Normal hat ja nichts, also Legende Normal hat ja nichts mit dem Schwierigkeitsgrad, sondern nur mit der Matchdauer zu tun. Aber dass der Gegner auf Legende noch so einfach klein zu kriegen ist. Ihr werdet das sehen, wenn ich noch die anderen WWE-Spiele let's playe. Es gibt Spiele, selbst Smackdown-Spiele, die sind richtig schwer auf Legende. Die werde ich auch nicht auf Legende let's playen. Vielleicht ein, zwei Matches, aber mehr nicht. So, jetzt hier die Rock Bottom, dann ist der Drops hier auch gelutscht. Schöner Co-Main-Event. Wenn auch ein bisschen unspektakulär, aber ganz ehrlich... Ich müsste mich schlecht stellen, um es spektakulär machen zu können. Also, wann war das letzte Spiel wirklich schwer auf Legende? Ich würde sagen SmackDown vs. Raw 2007. Das war noch schwer. Wenn ich jetzt so vom Kopf her gehen müsste. 2008 war zu leicht, 2009 war zu leicht, 2010 war zu leicht, 2011, 2012, bla bla bla, zu leicht. Und 2013 ging in der richtige Richtung, aber ist auch noch zu leicht. Nur um das auch nochmal anzusprechen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem Main Event heute wieder. Ich freue mich drauf, bis gleich. Und willkommen zum Schizophrenie Main Event. Ein Triple Threat Match. Cactus Jack gegen Dude Love, gegen Mankind. Alles in allem, Mick Foley. Ach ja, ich zock als Cactus Jack. Auch Kane gegen Kane habe ich vergessen. Verdammt. Tja, sorry, nee, gibt's nicht. Sorry. Habe ich vergessen. Aber jetzt bin ich bei meinem Main Event angekommen. Nee. Nein. Kane gegen Kane gibt's nicht. Das tut mir jetzt leid. Habe ich doch noch einen vergessen. Verdammte Scheiße. Und außerdem, nee. Nein, das war's jetzt. Kane gegen Kane gibt's nicht. Mach Mann, es regt mich gerade selber auf. Bin jetzt auch nur durch den Ladescreen drauf gekommen. Das hätte mit Sicherheit einer in der Kommentare geschrieben und ich hätte es vergessen. Vorher. Naja, egal. Gut, ich könnte jetzt auch noch so Kane gegen Kane aufnehmen, aber nee. Muss ja auch nicht alles geben.
Ist ja heute auch nur mal just for fun. Wird auch elendlichs werden, das Video hochzuladen. Weil mit meiner Bauanleitung, aber scheiß der Hund drauf, auch wenn der nichts dafür kann. Atomic Drop von Mankind hier. Das, ich glaube, wo war das? SmackDown vs. Raw 2007, da habe ich dieses Match auch schon gerne gespielt, wo es die drei gab. Da gab es sogar noch Mick Foley, da konnte man Fatal 4-Way machen. Ah, das wird geil. Aber bis ich da angekommen bin, wird noch eine Menge Zeit vergehen und eine Menge Videos werden produziert werden. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch für das Match? Knapp 20 Minuten. Hoffen wir mal, hoffen wir mal. Dann wird das Ganze gerendert, beziehungsweise geschnitten. So, komm, raus. Ey, oh, du Elenden. Das wird auch gekontert. Das ist ein Neckbreaker von Dude Love. Mr. Love. Alter, ich muss gerade irgendwie an diese ganzen kranken Matches von Mick Foley denken. Was wäre da alles zu nennen? Das Hell in the Cell Match bei King of the Ring 98. Doch. Das King of beim King of the Ring 98 gegen den Undertaker. Wo er da einmal vom Dach geflogen ist und dann einmal durch das Zellendach. Und ich glaube, in Mick Foley's Biografie war das. Da gibt es so ein paar interessante Hintergrundinfos dazu. Das ist einfach nur genial. Dann die Matches gegen Triple H. Auch Hell in the Cell. Gegen Randy Orton, gegen Edge. Da sind so viele geile Matches bei. Power Slam. Und Bulldog. Jetzt holen wir erstmal ein paar Stühle. Mankind noch ein bisschen Schläge. Ey! Verdammte Hippies! Atomic Drop. Ach ja, Mick Foley wird ja dieses Jahr in die Hall of Fame eingeführt. Yo! Auch geil. Und ich hoffe, ich bin bis WrestleMania mit dem LP durch. Damit ihr auch am WrestleMania-Wochenende meine WrestleMania bekommt. Wird alles noch vorab aufgenommen und schätze mal auch alles in dieser Woche, also jetzt aktuell, wo ich aufnehme in dieser Woche, das wird für euch schon lange Vergangenheit sein, aber in der zweiten Woche, in der ersten Woche im April, an dem Wochenende, da wird meine WrestleMania kommen, wenn alles glatt läuft, und daher muss ich das LP auch so ein bisschen abkürzen, könnte man schon fast sagen, aber naja, man kann nicht alles haben. Man kann es vor allem nicht allen recht machen. Oh, verdammt. Ah, nee, ich habe mich ja gerade an meinem Ellbogen gestoßen, wo ich ein bisschen Haut abgeschabt habe. Das zieht ein bisschen. Aber wir wollen nicht jämmerlich werden. Vor allem, weil ich selber schuld bin, dass ich es mir abgeschabt habe. Dazu gibt es mal später eine Story. Weil die nicht fürs LP gedacht ist. Und vor allem, weil es ein bisschen peinlich ist. Aber okay, Cover. Oh, verdammte Hippies. Schöner Drop to hold. Am Bluten ist der Sack jetzt. Da beißt er mir in den Kopf. Du Sack. Sackratte. Das wird gekontert. Headbutt in den Nacken. Ich hoffe, ihr habt meine Thumbnails ein bisschen bemerkt, weil ich die jetzt neuerdings nicht mehr mit einem
nicht mehr mit dem Tool von Skate 702 mache, sondern mit Photoshop. Man muss sich auch ein bisschen weiterentwickeln, sag ich mal, was sowas angeht. Und vor allem mit Photoshop hat man deutlich mehr Möglichkeiten, sowas zu machen. Vorher habe ich sie noch immer ein bisschen mit GIMP bearbeitet, nur GIMP ist, ja, GIMP ist nicht Photoshop. Und ich finde Photoshop deutlich vereinfachter, muss ich sagen. Hat sich gelohnt. Ja, wie wir aneinander vorbeilaufen und wieder DDT. Tie-up, komm. Das gewinnt er. Und Bulldog. Und ich bin auch am Besaften. Komm, Foley, mach... Natürlich kriege ich jetzt die Mandible Claw ab. Ach, selbst wenn ich jetzt hier verkacke. War einfach mal hier, wie gesagt, just for fun. Ich wollte ja eigentlich noch ein King of the Ring Turnier machen. Aber das werde ich zeitlich nicht mehr hinbekommen. Und das werde ich wohl bei SmackDown vs. Raw 2008 mal machen. Da ist der King of the Ring Mode sowieso um einiges lustiger. Weil wir auch mehr Optionen haben. Ich bin auch schon angeschlagen. Sauerei, sowas. Fuck, jetzt beißt der Sack mich schon wieder in den Kopf. Lass doch sowas. Komm, 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 komm. Und die Mandible Claw. Und danach müssen wir irgendwie Dude Love hier... Oh, ich bin ans Mikro gekommen, sorry. Müssen wir irgendwie Dude Love hier... So, du bist doch ein... Du bist doch ein elender Sack. Wird nix. Wollte schon sagen. Komm, ich will einfach nur noch hier fertig werden, bevor ich hier noch verliere. Und natürlich steht er auf. Natürlich steht er auf. Ja! Atomic Drop. Und jetzt kriege ich selber hier den Elbow ab. Und bin am Bluten wie Hulle. Klar, Mankind macht gar nichts. Lass den Referee in Ruhe. Immer drauf. Immer drauf. Muss ich ehrlich sagen, den müssen wir noch um den Klein kriegen. Fang an zu bluten, oder tust du das schon? Versuch, kann man's. Jetzt, wo der Mann das gerade sagt, no disqualification, aber jetzt ist mir das hier schon zu, ich will nicht sagen ehrenhaft geworden, aber okay. Und der Double Arm DDT, den finde ich noch mit am geilsten von allen DDTs, die ich so kenne. Fragt mich nicht wieso. Und es wird wieder nichts, weil er jetzt hier... Nein, wir gönnen das dem Hippie nicht. Auf dass du nicht wieder aufstehst, bis ich dieses Match hier gewonnen habe. Bärhack! Bärhack! Das wird nix. Boah, Hilfe!
Back Suplex von Dude Love an Mankind. Oder wie ich ihn früher mal genannt habe, Mannkind. Nein! Fuck. Warum geht das denn nicht mehr? Früher ging sowas immer. Es wird auch nix. Fuck. Oh oh. Raus mit dir. Oh Mann. Wir nehmen bei ihm auf die Uhr am 8. Weil viel Zeit habe ich nicht mehr. Cactus. Das klingt Cactus. Los, Kaktus. Was zur... Ja, anstelle... Oh Mann, das dauert zu lange. Es dauert zu lange. Ja, mhm. Ich glaube, ich bräuchte das hier gleich ab. Du, ich muss in 10 Minuten, muss ich weg. Verdammt. Natürlich. Oh Mann. Bin schon kurz davor, gar nichts mehr zu machen, dass ich verliere. Ehrlich. Aber das passt auch nicht zu mir. Komm, 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 komm. Oh, Mann. Squeezing down on the head. Ooh, sit fine off the apron. Narrowly avoids the attack there. Mankind's in trouble. Power slam, sauber. Wird auch nix. So, wenn es nicht bis 2 geht, dann wird das nix. Ja, wird wieder nix. Wird wieder nix. Ich
Ja, lass mich keinen Finisher machen. Was ist denn mit euch? So. Ist jetzt einer. Ne, wird wieder nix. Super, danke. Ich habe keine Lust mehr, ehrlich. Rope Break, ne? Ja, ja. Lass mich das Match nicht zu Ende bringen. Steht er wieder auf? Das ist so ein unrealistischer Humbug hier. Ja, steht er wieder auf. Allah, ich trinke einen Schluck. Meine Güte, ist das eine Geduldsprobe. Ja, Freunde, das war die Schizophrenie-Ausgabe. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zugucken und ja, bis zum Royal Rumble. Tschüss.